Mein Name ist Mohammed, ich bin 20 Jahre alt und seit ca. 3 Jahren bei der Firma. In diesem Beruf macht man viele Sachen, also im Großen und Ganzen sorgt man für die Sicherheit. Man sorgt dafür, dass man die wahren Werte, die sich in den jeweiligen Objekten befinden, darauf achtet, dass alles reibungslos funktioniert und die Sicherheit funktioniert. Warum ich diesen Beruf ausgewählt habe, ist, dass man viel mit Menschen zu tun hat, dass man wirklich Verantwortung hat gegenüber Menschen und man für die Sicherheit sorgt. Und das macht mich. Im ersten Lehrjahr verdient man ungefähr 500 Euro brutto. Im zweiten Lehrjahr ist es schon bei 600 Euro brutto und im dritten Lehrjahr bei 700 Euro brutto. An diesem Beruf liebe ich es, dass man wirklich mit Menschen zu tun hat, dass man Verantwortung gegenüber den Menschen hat und dem Objekt selber. Genau, das macht mir Spaß. Ja, es ist so, dass man natürlich Bereiche hat, sei es jetzt Dormen oder so, dass man dann wirklich permanent stehen muss und es dann natürlich auf die Knochen geht, aber das kriegt man nach einer Weile hin. In der Ausbildung gibt es natürlich mehrere Bereiche, also sei es, dass man in der Notruf-Service-Leitstelle sich befindet, die direkt hinter uns ist. Dort sorgt man natürlich dafür, dass die Videokameras laufen, dass man das Objekt beobachtet, dass wenn jetzt Notrufe eingehen, dass man dann schnellstmöglich Interventionsmaßnahmen einleitet. Und dann gibt es natürlich Bereiche wie zum Beispiel der Doorman. Das heißt, man ist im jeweiligen Objekt, sei es jetzt im Verkaufsmarkt, steht hinter der Kasse und sorgt dafür, dass wenn ein Alarm angeht, dass man dann den Besucher fragt, dürfte ich mal bitte ihren Kassenbon sehen, beziehungsweise dann nachfragt, ob man in die Taschen schauen darf. Dann gibt es natürlich Bereiche wie zum Beispiel dem Empfangs- und Pfortendienst. Da steht man vorne im Empfang, empfangt die Besucher und leitet sie dann weiter an die jeweiligen Ansprechpersonen. Genau, ja, das sind jetzt die Orte, die mir einfallen. Eventuell noch hier Objektschutz. Da ist man zum Beispiel in der Streife tätig, schaut, ob die Feuerlöscher ihre Gültigkeit haben, dass die auch gültig sind, dass keine sicherheitsrelevanten Mängel im Objekt vorhanden sind. Der Alltag sieht aus, man betritt das Objekt, natürlich rechtzeitig, damit man eine Übergabe hat mit den Kollegen. Der andere Kollege erklärt dann ein, was in dem Objekt stattgefunden hat, beziehungsweise ob es irgendwelche Mängel gab. Und dann tragt man sich ein in ein Wachbuch, dass man anwesend ist, dass man die Ausrüstung vollkommen aufgenommen hat, ohne Beschädigungen. Und dann geht man den Alltag eines Sicherheitsmanns nach, indem man halt für die Sicherheit sorgt, der Warenwerte und Sachwerte. Also ich persönlich das Diensthandy und das Funkgerät, da man ständigen Informationsaustausch mit den Kollegen ist und somit die Eigensicherung auch beachtet wird. Natürlich haben wir auch eine Taschenlampe bei uns, falls wir in Objekten sind, da wo es dunkel ist, in der Nacht. Das ist die NSL, also die Notruf-Service-Leitstelle. Hier werden Notrufe empfangen, um schnellstmöglich Interventionsmaßnahmen einzuleiten, sei es einen Interventionsfahrer in dem jeweiligen Objekt hinzuschicken, der dann nachschaut, ob da wirklich eingebrochen wurde, beziehungsweise ob da eine Sachbeschädigung stattgefunden hat zum Beispiel. Ja, der Notruf geht dann vom Sicherheitsmitarbeiter vor Ort aus oder von dem Kunden selber, der vor Ort ist.